Jo, mal Leute, was geht? Herzlich willkommen zurück zu Gwent, The Witcher, Card Game, yo. Und wir spielen wieder Monster. Letzte Folge habt ihr ja gesehen, dass ich mir ein kleines Monster-Deck zusammengestellt habe. Ja, es hat funktioniert. Allerdings auch nur auf gut Glück. Ich habe ein bisschen misplayed tatsächlich. Obwohl ich nicht wirklich misplayed habe, weil... ja... Ist gut gegangen, sagen wir, einigen wir uns darauf. Okay, die Runde verlieren wir. Ich glaube einfach mal, dass seine Fraktion meiner gegenüber viel zu... Ich weiß nicht. Es könnte allerdings auch gut laufen, sehe ich gerade. Es könnte, es muss allerdings wirklich nicht. Greif ist wichtig. Die Karte können wir wegwerfen. Es könnte gut werden. Einigen wir uns darauf, okay? Es könnte gut werden. Genau. Okay. Er weiß schon mal, was eine Karte wir haben. Das ist nicht schlimm. Doch, wie fang ich das am dümmsten an? Fangen wir mit Reiter der Vinyard an. Aber auch schön, dass das Wallpaper immer, also dies ist ja eine, wenn man es zusammensetzen würde, ein ganzes Bild. Ziemlich cool gemacht so. Gut, das haben wir einen Spion bei uns drüben, das ist nicht so schlimm. Jetzt wird es dann erst langsam interessant. Wir spielen mal Gaunt oder Demos. Du wolltest spielen. Also spielen wir. Ach ja. Weg damit. Ich weiß nicht, ich hätte vielleicht schauen können, ob das hier bei mir auch geht. Allerdings habe ich gar keinen Nutzen jetzt von den Einheiten, weil ich glaube, Monster Deck hat gar keine Wiederbelebungsgeschichte. Außer eine Karte, die habe ich nicht. Die schlägt. Eieieiei. Da holt er natürlich. Frage ist, wie spielen wir das jetzt um? Wie spielen wir das? Am geschicktesten aus? Naja. Aha. Nicht ganz so geschickt jetzt. Okay, geschickt. Okay. Natürlich macht er das. Er macht das, was ich denke, dass er macht. Das ist gut, dass er sowas macht. Es erleichtert es, ein bisschen Dinge zu tun. Tatsächlich. Das sollte es ein bisschen erleichtern, ja, theoretisch zumindest. Er müsste die Runde nicht mal gewinnen, die Karte bleibt ja trotzdem da, ne? Theoretisch zumindest. Jetzt fangen wir mal an, Dinge zu tun. Im Sinne von, was hat denn der im Friedhof? Ah, er hat noch 0 Karten im Friedhof, wir haben neues zerstört, okay. Doch, theoretisch schon, aber wir haben sie verbannt, oder? War das nicht so? Keine Ahnung. Wir spielen mal erstmal den Frankrieger hier. So ist dann langsam, also hier muss man auch ein bisschen nachdenken, was man macht. Oh, ich habe den komplett misplaced, weil er keine Melee-Reihe hat, tatsächlich. Fällt mir jetzt erst auf. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Ich fress ihn einfach mal. Ist nicht so richtig. Oh. Wir behalten die Oberhand bis jetzt. Das ist jetzt schlecht, dass er weiß, was ich habe, tatsächlich. Das ist echt blöd so. Mensch, das bringt mich jetzt aber echt hart aus der Fassung, du. Fangen wir an, komm. Fangen wir mal an damit. Er passt. Die Frage ist jetzt, was behalte ich? Ich behalte bestimmt so einen Schatten.
oder? Oha. Wenn ich jetzt nicht den Fragenkrieger behalte, dann wäre es echt blöd. Oh mein Gott, ich behalte ihn halt einfach. Oh shit. Ich habe ganz vergessen, dass ich Necker im Deck habe, ne? Fuck my life. Das fällt mir ja jetzt erst auf. Das fällt mir ja jetzt erst auf, ey. So. Ist jetzt schlecht. Ja. Er verletzt ihn ein bisschen. Die Neckermann. Oh Gott, wenn man die züchten würde. Ah, fuck my life, Alter. Nom 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 nom. Oh shit. 31 Stärke. Ja. Könnte aber nochmal knapp werden jetzt. Könnte nochmal gut knapp werden. Necker, Bitches! Oh, GG, Mann. Ey, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Fuck. Fuck my life, actually. Holy moly. Shit. Es funktioniert tatsächlich. Ist noch ausbaufähig. Definitiv. Aber ich meine, solange es funktioniert, ich heul jetzt nicht darüber. Fuck my life, Mann. Gut, es ist jetzt auch noch nicht wirklich repräsentativ, so dass man sagen kann, ja, ist voll die gute, voll das gute Deck oder so. Aber es scheint ja schon gut zu sein. Ach du heilige Scheiße. Ja, was? Ich muss den Typ kurz durchlesen, weil den Anführer kenne ich noch nicht. Das erste Mal, dass ich den auch sehe, so. Wir können hier erstmal einen wegwerfen. Ja. Shit. Oh, die Hand schon wieder. Den Frankrieger tun wir aber mal weg. Den hier auch mal. Und ein bisschen was gescheit. Was kann der? Sieh dir die obersten drei Karten deines Decks an, spiele dann eine davon aus. Ja, okay. Das ist, denke ich mal, intelligent. Aber ich habe die falsche Karte gezogen, dazu blöd gesagt. Ist aber noch okay. Neigt euch vor der rechtmäßigen Kaiserin Nilfgaard. Zu Beginn des Zuges bei dem ist Einheit auf Spionage ist ein Stärke. Weg damit, brauchen wir nicht. Das fickt mich nur ziemlich hart. Fangen wir mal an mit den wilden Jagd zu spielen ein bisschen. Muss ja auch irgendwann mal weg, die Karten. So. Wie spielen wir das dann nur noch ein bisschen aus? Ich meine, im Endeffekt.
Wir haben eigentlich eine ziemlich gute Hand tatsächlich. So, no joke jetzt. Darum. Ich wüsste noch gar nicht, was ich da jetzt besser spielen könnte. Wenn ihr versteht, was ich meine. So. Er weiß, dass ich Geralt habe. Alles bereit. Okay. Ob das macht Sinn, oder? Das sollte doch ein bisschen Sinn machen, zumindest. Nach zwei Zügen können beide Anführer erneut eingesetzt werden. Das ist so ein bisschen gambelig so von mir, ne? Also wenn du gegen ein Monster-Deck spielst, ist es ziemlich gambelig, was du dann brauchst, machst du. Eigentlich könnte ich jetzt einfach Gaunter Dim spielen. Ein bisschen Damage erstmal machen. Okay, er spielt das mit Geralt aus. Dann spielen wir den auch mal aus. Wir spielen den auch aus. Wir machen das einfach mal. Jetzt machst du was noch die Karte denn? Ja. Spielen wir mal erstmal einen Neckar. Spielen erstmal einen. Ich müsste jetzt eigentlich Eredin ausspielen. Sehe ich das richtig? Dann kann ich jetzt gleich nochmal ausspielen. Okay. 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 Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Halt erstmal viel schneller, wenn eine Anführer gerade einsetzt. Ah, ah. Du raffinierter Hund, du. Aber. Wir wären ja auch nicht raffiniert. Wenn wir nicht was in der Hintertür hätten, oder? Ich meine, wo ist denn da sonst der ganze Spaß hin, wenn wir jetzt auch nicht raffiniert wären irgendwo, hätte ich mal gesagt. Hi, ich spiele Monster Decks. Ja, ich spiele seinen Anführer aus. Logische Schlussfolgerung. Tut er nicht. Feels amazing, man. Die nächste Runde gewinnen wir aber nicht, glaube ich. Dafür habe ich zu wenig gute Karten. Na gut, ich behalte mal einen Neckar mit 7. Ich meine, was hätte ich denn sonst behalten können? Kann ich damit Goldkarten? Kann ich damit Goldkarten essen? Oh, bitte. Ah, nicht Goldkarte. Fuck. Stellt euch mal vor, ich könnte es mein Viech essen. Aber es ist nicht mal gebufft, ne? Richtig? Es wäre auch nicht mehr gebufft. Nee, schade, aber es wäre trotzdem sick. Es wäre trotzdem echt sick. Die Sache ist, wie. Wir spielen erstmal Eredin. Eredin ist, denke ich mal, ein guter Spielzug so. Wir haben den Neckar. Genau. Ich weiß ja, dass ich die Demeritium-Bombe habe, das ist egal. Den schmeißen wir erstmal raus.
Ghoul? Ja, okay. Necker! So, die Frage ist jetzt, wie können wir das eine mit dem anderen kombinieren? Das ist schlecht, tatsächlich. Er weiß, dass wir zwei Karten auf der Hand haben, logischerweise. Er sieht die auch. Oh. Das war ja gar nicht mal so dumm von ihm. Ist ja auch eine geile Karte. Und schönes Bild. Recht zu sein ist mein oberstes Gebot. Haha. Okay. Fuck. Ah, er muss noch was spielen. Okay, nevermind. Damit wird er. Das ist auch hart. Das ist hart. Das ist echt hart. Dieser Buff ist so hart. Man muss echt Scourge eigentlich teilweise dabei haben. Ja, wie wir halten. Ne? Oh, es ist so böse einfach. Es ist so böse, Mann. Die Necker sind so böse, wenn man die hochbufft. Man hätte halt noch mehr draus machen können. Genau das, was er sagt. Ja, auf geht's, ne? Ich meine, er weiß ja, dass ich hier die Meridium-Bombe habe. Ich frage mich, ob er die Animation auch sieht. Ja, das ist okay für mich, Diggi. Was soll passieren? Was soll passieren? Boah. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das gewinnen. Das sah echt mal ganz kurz schlecht aus. Aber okay. Wow. Das ist ja dann gerade noch mal so gut gegangen. Wie hast du schon gesagt, was bekommen wir? 15 Erz. Ja. Dann Dankeschön, dass ihr reingeschaut habt. Da ist er rein. Bis nächstes Mal hoffentlich.